Scheiße. Boah, die Bro, die Musik ist Nostalgie. Dün, dün. Dün, dün. Ich dachte, der Drop kommt schon längst. Grand Theft Auto 3. Das ist ja schön, Mann. Ich wollte nur die Musik leiser machen. Ich hab's geskippt. Oh. Ey, wenn der Stream jetzt laggt, ich kotze ab, ne? Schreibt mir in den Chat, wenn der Stream laggt, aber es ist eigentlich unmöglich. Ich habe damals nie diese Szene verstanden. Ich wusste nicht, warum die mir das zeigen. Ich habe das nie verstanden, Digga. Bro, ich habe Gänsehaut vor Nostalgie. Bro, Alter, was? Wir sind in GTA 3. Das Game sieht gut aus. Okay, das finde ich so krass. Wir haben einfach das Waffenrad von GTA 5 in GTA 3 reingehauen. Ich bin verliebt tatsächlich. Das ist geil ohne Ende. Ey, endlich zeigen die uns auch die Wege an, die man fahren sollte. Und nicht immer nur so ein Punkt, den man finden muss. Das finde ich auch viel, viel besser. Erster Arbeitstag freigeschaltet. Bro, das sieht geil aus. Er ist sauer. Es ist so unreal. Ich kann endlich das neue GTA Remastered spielen. Alter, geil. Und ich finde, es hat sich auch gelohnt. Ich meine jetzt dieses, man hätte es gestern schon spielen können, wenn man es bei PlayStation gekauft hätte. Aber ich habe jetzt auf PS5-Version, PC-Version, meine ich, gewartet. Und ja, hat sich gelohnt. Oh, gut für mich aus. Es gibt zwar auch viele Bugs, wie man gerade zum Beispiel gesehen hat. Und man kann sich umschauen. Bro, Legende. Und die ganzen Kennzeichen haben jetzt auch Nummerierungen und so. Finde ich auch sehr interessant. Da läuft viel Rentner rein. Okay. Achso, ich soll jetzt die Beweise vernichten. Ich erinnere mich. Das war's wohl mit dem Auto. Leb wohl, mein Lieblingsauto, Kappa. Ich hab dich gehasst. Okay, das war die Mission. Beweise vernichtet. Komm, wir nehmen den hier. Gut, dann nehmen wir halt den hier. Yes, der Wagen ist gut. Nimm den Wagen, nimm den Wagen. Es war von der Mafia, aber egal. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich hau ab, Jungs, ich gehe. Und es fängt an zu regnen. So, genug mit GTA 3 für jetzt erstmal. Wir speichern den Wagen einfach mal. Automatische Speichern, wichtig, dass es das gibt. So, jetzt im Nachhinein nochmal möchte ich sagen, dass mir GTA 3 echt sehr gut gefallen hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich finde, es hat sich gelohnt, es zu kaufen. Man musste sich ja eh die komplette Trilogie kaufen für 60 Euro. Aber dann kann man ja so sagen, GTA 3 hatte 20 Euro gekostet. Und bisher muss ich sagen, es macht echt Spaß. Es ist echt cool, diese neue Grafik. Und ja, deswegen würde ich sagen, Empfehlung geht raus. Wenn ihr das Geld habt, kauft es euch gerne. Wer nur GTA 3 spielen möchte, wartet noch ein bisschen. Bald kommt es in den PlayStation Now-Abo mit rein. Ich weiß nicht, ob es schon mit drin ist oder ob es noch kommt. Aber ja, Empfehlung ist auf jeden Fall, wie gesagt, raus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das kleine Video jetzt fandet. Ich habe jetzt nicht so auf Let's Play-mäßig gemacht, eher so auf Unterhaltung. Deswegen immer nur kleine Ausschnitte von gewissen Missionen. In den nächsten paar Stunden kommt auf jeden Fall dann meine erste Reaktion auf das neue Vice City Game. Deswegen schaut auch gerne wieder vorbei. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nicht so um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca. Und ciao, ciao.